Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Ja, und damit herzlich willkommen zu Part 5 von Portal 2. Ihr habt's gehört, noch 5 Kammern, dann sind wir bei GLaDOS. Und was wird dann passieren? Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Und... ja. Ja, also, wie Wheatley gerade gesagt hat, noch 5 Kammern. Dann sind wir bei GLaDOS. Was wird passieren? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, eigentlich schon, weil ich das Spiel schon gezockt habe, aber ja, egal. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist das echt komisch. Nein, ist es nicht. Ja, hier gibt es auch wieder ein schönes Dings zu dingsen. Und zwar müssen wir, glaube ich, dahin. Ja. Ich glaube. Ne, warte mal. Dahin. Und. Da muss 1 hin. So. Jetzt mal nachgucken. Wo müssen wir hin? Da, den Cube brauchen wir. Okay. Das heißt... Moment. Wieso? Falsches Portal. Ja, Entschuldigung. So. Und um. Nein, ich habe den Kubus vergessen. Irgendwie kriege ich das nicht hin mit diesem Drecks-Kubus. Ich will den haben. Ich brauche den sogar. Da. Da ist keiner. Was muss ich denn machen? Ah, verstehe. Ja. Na. Dummheit. Tut nicht gut. So. Dann haben wir jetzt hier 3 Würfel. 1, 2 und 3. So, als erstes müssen wir gucken. Ich glaube, den Laser hier richten. Das heißt, wir gehen erstmal hier rüber und gucken mal, wie ist die Lage. Ja. Wir brauchen einen Würfel. Hey, damit. Der muss. Ah, komm. Ja. Perfekt. Dann müssen wir jetzt dahin. Ist auch eine weiße Fläche oder? Nee. Ah, da müssen wir jetzt rüberspringen. Gut. So, dann geht's hoch hinaus. Ach, wir müssen uns erstmal hier katapulten, also Schub verschaffen. Erstmal den Kubus hinschicken. So.
Haha, perfekt. Jetzt bin ich dran. Bitch. Place. Gut. Und jetzt müssen wir dahin. Nur, wo muss der hin? Der muss... Ah, wir können erstmal hier die Roboter kaputt machen. Die Turrets! Verreckt! Oh, der ist schon kaputt. Okay. So, beides ist aktiviert. Tür ist offen und Dings ist offen. Brauchen wir da ein Portal? Na. Wir müssen. Nein. Dahin, das heißt. Portal! Falsches Portal. Ah! Wow! Geschafft! Au! Au! Ja! Ah! Ich hab's kapiert! Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Und die wäre? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin ein bisschen müde. Egal, das kann man machen in der Aufgabe. Aufnahme, ja. Egal. Weiter geht's. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Hui! Ich liebe diesen Gag in dieser Kammer und den kriegt man irgendwie nur hier hin. Egal, lassen wir das. So, ja, auch hier haben wir... haben wir Cubes und mehrere Laserstrahlen. Und zwar müssen wir jetzt Folgendes machen. Da ein Portal hinsetzen und hier ein Portal ansetzen. Dann das aktivieren. Und das aktivieren. Und, wenn wir das jetzt hier hinmachen... Tada! Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Ja, sehe ich auch so. Ich bin ganz deiner Meinung. Alles weg. Weg mit dem Logo. Nein, Spaß. Logo wieder hier. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Yay! Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Oh. Eine echte Überraschung. Echt? Mit tragischen Konsequenzen. Hä? Und echtem Konfetti. Yay! Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Yay! Muss ich mir Sorgen machen? Warum frage ich eigentlich? Ist es GLaDOS? Natürlich muss ich mir Sorgen machen! Ah! Frage ist... Nein! Jetzt weiß ich, genau. Dahin und... dahin. So. Oh,
Entschuldigung. Nein! Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, Whitley, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Ja, komm, lass mich raus! Lauf! Lauf! Ich schließe die Tür! Nur noch mal zur Erinnerung. Wir sind auf der Flucht! Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Endlich! Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Laufen! Ja! Schnell! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Oh, guck mal! Das ist ja ganz einfach. Komm, das machen wir. Nicht! Meinst du, ich bin so dumm? Weiter geht's! Der Versuch, aber... Oh. Ich hänge hier lieber mit Whitley ab. Und wir hauen ab. Wir scheißen aufs System. Fuck the system. Oh. Entschuldigung, das war ein Ausraster. Das musste nicht sein. Oh, komm, wir sind auf Flucht. Whitley. Na los, na los. Ja, ja, komm, ich komm her. Ich bin bei dir, Bruder. Jetzt müssen wir uns schnell hier hinter verstecken, bevor die Turrets ausgesetzt sind. Bleib du da raus! Du musst da irgendwie wieder raus! Suche, bitte! Ich versuche, dir jetzt zurückzubauen! Nein, 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 nein! Kaputt! Du bist mir nicht böse, das ist aber nett! So, wo müssen wir hin? Wo geht's hier weiter? Da! Weiter geht's! Geht's gut, super, los! Hier lang, hier lang! Ja, 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 ich komm schon! Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg! Ah! Los, los, los! Stimmt! Ja, ich hab's verkackt. Ich hätte ihn mit dem Portal durch die Luft schicken müssen. Egal! Hab ich gesagt. Ja, hab ich. Hier geht's gut, super, los! Ja, komm, komm! Wo, hier lang. Ah, nein, doch, hier. Ah! Hier lang, hier lang. Ja, ja, ich bin unterwegs. Gut, das ist nicht die ganze Flucht. Ah! Und da war er weg. Los, los, los! Ja, ja, ich bin unterwegs. Musik ist voll geil. Deeper Hardcore Shit. Da ist der Ausgang, wir haben 20 Sekunden. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Ja. Schneller. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. GLaDOS rastet aus. Guck dich jetzt mal an, wie die ausrastet. Ja. Jo, wahrscheinlich! Weiter geht's! Die Flucht geht los. Ja, wir sind richtig on Tour. Jetzt geht die richtige Scheiße los. Nicht nur die ganzen Tests und langweilige Scheiße. Nein, jetzt kommt die pure Action in your face. Explosion. Teil 5. Die Flucht. Ah, Tür ist ein bisschen destroyed, aber weiter geht's. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Da, wir haben Whitley, noch viel zu tun. Da bist du. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Ja. Was ist los? Okay. Aus! Okay, und nicht weg. Bewegen. Ah. Okay, gut. Ich bewege mich. Ich hatte eine Idee. Und jetzt? Aber es ist verdammt gefährlich. Okay. Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Weil du ein Opfer bist. Ganz schön dunkel hier, was?
Na, nö, ist angeblich okay. Ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht. Was? Und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Yay! Vor Mutter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Schreie? Versuch rüber zu springen. Was für Schreie? Ah! Na, erschrocken? Der Fliegeingang muss hier irgendwo sein. Wo? Ah. Ja, du bist zu langsam. Ich bin viel zu schnell. Ist hier eine Treppe? Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Und... Geronimo! Pam! Im echten Leben hätte ich mir jetzt alle Knochen gebrochen, aber scheiß drauf. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Ah, ja! Oh, schön gemacht. Weiter geht's. Nein. Was ist denn das für ein Zeichen? Geronimo! Lust auf eine kleine Geschichte? Gerne. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Nein! Rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Und? Eine exakte Kopie seines Modells. Oh. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Hey, ich habe gerade erst geduscht. Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Okay, ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir. Das mit dem übel riechend. Kannst du mal hinmachen? Wo bist denn du? Ach, da! Wir sind auf Flucht! Au! Hallo? Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? No! Weiter geht's. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ach, da muss ich hin. Und... Zabu! Moin! Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Ich hasse Menschen. Muss ich erst zugeben, ich hasse unsere Spezies, weil... So wie wir uns heutzutage aufführen, das ist keine Menschheit mehr. Muss ich ehrlich dazu sagen, ich hasse Menschen. Ich bereue es selbst, ein Mensch zu sein. Könnt mir gerne euer Statement abgeben, aber so ist das bei mir. Und hier sehen wir gerade, wie Turrets zusammengebaut werden. Und verpackt. Was steht da? Moment, ich will mal kurz gucken, was da auf den Karton steht. Da wird der hier zusammengesetzt. Pium, pium. Pium, pium. Da kommen die Kanonen. Und da steht... Ach, no talking. Jetzt sprechen sie. Interesting. Geronimo! Au. Also... Au. Ich bin runtergekommen. Und jetzt... Ach, ich bin zu weit. Dam. Weiter geht's! Jetzt kommt der spannendste Teil immer noch. Er geht weiter und weiter und weiter. Ja! Ein bisschen müde. Passiert, wenn man die Nacht durchzockt. Nur autorisiertes Personal. Ich bin autorisiert zum Flüchten. Und? Was haben wir hier? Ein Fließband. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Okay. Jetzt kommt eine lustige Nachricht. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Kommt euch die Stimme bekannt vor? Ja, das ist die, die uns am Anfang eingeleitet hat.
die uns gesagt hat, wir müssen Fitness machen, indem wir hoch und runter. Fitness! Ha. Diese Türme sind alle kaputt. Das ist ein Aktiv! Ich bin anders. Ja, das bist du. Thank you. Ah, bitte. Wiedersehen. Erst denkt es so, ja, ich werde gerettet, wuhu, und dann in den Tod. Ziel anvisiert. Och nee, ich hasse diesen Bart, der ist... Ziel anvisiert. Müssen wir da runter, boing. Habe mein Bestes getan. Suche nur der andere Mann. Man muss halt immer warten, bis ein kaputter kommt. Ah! Ziel anvisiert. Au! Ziel anvisiert. Puh! So macht. Ah! Hier, guck mal, da sind wir. Da. Da sind wir. Und da sind wir nochmal. Ja, wie immer. Jetzt brauchen wir hier einen kaputten Turret. Antwort. Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Kein Problem. Ich kann nicht sehen. Ah, er kann nichts sehen, er ist blind. Vorlage. Antwort. Jetzt müssen wir nämlich gleich die Vorlage austauschen. Oh, klasse, du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Ja? Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Hallo? Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Dann hack mal die Tür. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Ja. Dreh dich um, dauert nicht lang. Fertig. Gehackt. Hallo? Antwort. Ja, gut so. Boah, super gehackt. Das hätte ich ja nicht besser machen können. Mit meinen Händen. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Was hast du da? Ja, auf geht's. Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mache uns die Tür auf. Vorlage. Antwort. In der Tat, in der Tat. Vorlage. Antwort. Hallo, ich verstehe nicht. Vorlage. Hallo. Antwort. Also sind wir alle blind, oder? Nicht nur ich? Fantastisch. Nicht hier, da keine Munition. Merkst du mir das? Vorlage. Hallo. Antwort. Ja, ich bin böse. Vorlage. Hallo. Sagte ich 10 Minuten? Das war optimistisch. Das hier ist ganz schön kompliziert. Oh, seit wann ist die Tür denn schon auf? Schon lange, komm mit. Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Ja, klar. Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Nope. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Okay. Also ihre Geschütztürme. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervenanlage. Auf geht's. Vatertochtertag in der Fabrik. Das konnte ja nächstes nicht gut Easter gehen. Nächstes Easter Egg. Komm, mach mir und? Licht. 40 Kartoffelbatterien. Wer kennt's? Das ist echt peinlich. Wer kennt die Anspielung? Ja, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Mhm. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Das ist soll eine Anspielung auf den Fluxkompensator von Zurück in die Zukunft sein. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich aber ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Wer hat das gemacht? Guckt mal. Bei Shell. Wir waren das. Das ist unser Produkt. Hui. Ja, und wir sind wieder am Ende angekommen. Und wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Teil von Portal 2.
Ich bin Playdeno, Acker, Alex, kleine Welt, Alex, Dings, Typ, machen, was. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch hier ein Like geben, weiterverfolgen mit einem Abo oder es an euren Leuten sagen, dass ich scheiße bin und am Failen bin und whatever. Wir sehen uns. Bye.